Die Zukunft der Innenstadt ist eines unserer sechs wichtigsten Projekte in den nächsten Jahren. Und da wollen wir auch die Studierendenszene einbeziehen. Wir haben über 14% Studierende, über 43.000 Studierende in unserer Stadt. Und wir wissen viel zu wenig davon, wie die Innenstadt nutzen, wo sie sich wohlfühlen, was für Erwartungen sie daran haben. Und wir wollen die Studierenden jetzt einbinden, die Zukunft der Innenstadt mitzugestalten und dazu alle einladen zum Mitmachen. Unsere Innenstadt zeichnet sich ja dadurch aus, dass man so ziemlich alles kann und auch so ziemlich alles zu Fuß. Die wichtigsten Kulturinstitutionen, das Wildparkstadion, der Schlossgarten, zum Einkaufen, zum Wohnen, der Zoo, die Nähe zum Bahnhof. Es gibt eigentlich nichts, was in einer großen Stadt wichtig ist, was nicht bei uns in der Innenstadt auch vorhanden ist. Gleichzeitig sehen wir, dass Bereiche der Innenstadt im Moment sich eher nach unten entwickeln, etwa die östliche Kaiserstraße und auch viele Bereiche, die südlich des KIT Campus Süd liegen, Zähringer Straße und andere, da gibt es Leerstand, da gibt es ungenutzte Ecken. Und jetzt wollen wir die Studierenden mit einladen und fragen, was könnt ihr euch denn da noch vorstellen? Was hättet ihr denn noch an zusätzlichen sozialen oder kulturellen Treffpunkten? Wo seid ihr? Wo nutzt ihr heute schon die Innenstadt? Und wie kann man denn aus diesen Erkenntnissen gemeinsam neue Ideen entwickeln, um die Innenstadt insgesamt noch spritziger und interessanter zu machen? Ja, wir haben 2009 schon mal eine Art Umfrage durchgeführt. Da wurden die GPS-Daten ausgewertet von Studierenden, die sich dazu bereit erklärt haben. Und wir wissen aus der Zeit schon viel über die Bewegungsmuster der Studierenden in der Stadt, über die Orte, wo sie sich bevorzugt aufhalten. Und da spielt natürlich die Innenstadt auch immer eine ganz besondere Rolle. Jetzt wollen wir eine zweiteilige Online-Umfrage starten, die bis Anfang nächsten Jahres Erkenntnisse darüber liefern soll. Wie fühlt ihr euch wohl? Warum haltet ihr euch auf? Was wäre euch wichtig? Und so verschiedene andere Fragen. Das soll interdisziplinär ausgewertet werden und dann soll in einer Zukunftskonferenz mit einer ausgewählten Anzahl von Studierenden das Ganze noch vertieft und projektiert und priorisiert werden. Übrigens Studierende aus allen Hochschularten in Karlsruhe. Und das soll dann die Grundlage sein für eine Diskussion mit dem Gemeinderat, wie wir die Innenstadt hier auch im Blick auf die Studierenden weiterentwickeln wollen und attraktiver machen. Für die Studierenden ist die Innenstadt, glaube ich, der wichtigste Teil von Karlsruhe, weil hier sind die Hochschulstandorte, viele von ihnen wohnen auch dort, viele gehen dort kulturellen und anderen Betätigungen nach. Und wir wissen, dass für die Zukunft unseres Hochschulstandortes es nicht nur wichtig ist, dass wir tolle Universitäten und Hochschulen haben, sondern dass auch die Stadt insgesamt attraktiv für Studierende ist. Und das wollen wir mit ihnen gemeinsam verbessern. Umgekehrt wollen wir sie aber auch stärker einbeziehen dadurch in eine Identifizierung mit Karlsruhe als Studienstandort, als neue Heimat, in der sie sich auch über die Universität hinaus wohlfühlen. Und wer sich in Karlsruhe wohlfühlt und sich mit der Stadt identifiziert, der bleibt vielleicht auch eher nach seinem Studium da, wird hier auch seine Arbeitsstelle suchen, wird sie hier auch finden, denn wir haben ja hier einiges zu bieten und wird gegebenenfalls auch hier seine Familie gründen. Und von daher ist das etwas total Sinnvolles für die Studierenden von heute, aber auch für die zukünftigen, aber es ist auch ganz wichtig für die Entwicklung der Stadt.